Herzlich willkommen hier im Südpol. Ich möchte euch heute unser neues Projekt vorstellen, Agnola. Voll krass, endlich können wir sie mal probieren. Ich bin begeistert. Oh, ein Traum. Also mein Favorit ist die Zitrone Ingwer. Schön scharf und auch mit Cocktail, im Cocktailbereich gut einsetzbar. Weil das so schön natürlich ist, schmeckt man den Ingwer schön raus. Ich habe bis jetzt nur Ananas probiert. Andere Marken, die man kennt, schmecken eher so wie eine Brause. Und das schmeckt tatsächlich eher wie so ein Tee oder Eistee. Finde ich gut. Ich muss jetzt noch alle anderen Sorten auch noch probieren. Die Ausstellung mit den Street Artists passt hervorragend. So eine neue Interpretation von so einem eher urbanen Getränk. Also Agnola kommt ja aus einem urbanen Raum. Und mit der Neueinführung jetzt von Agnola kehren wir auch mit der Street Art zu unseren Wurzeln zurück. Ich finde es cool, wenn das Handmade so im Vordergrund steht und man tatsächlich noch so die Farbe runterlaufen sieht. Ich finde, die Künstler haben sich sehr gut weiterentwickelt. Ne? Also so dieses Retro ins Urbane übergenommen und das einfach sehr gut dargestellt in den Artworks. Extrem authentisch und perfekt umgesetzt. Um ganz ehrlich zu sein, hätte ich gewusst, dass die so gut schmeckt, dann wären die Bilder noch krasser geworden.